Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Werte die Blumentopfantenne liefert. Dazu habe ich meinen FAVA5 Antennenanalyzer und wir werden uns gleich mal den SWR-Verlauf angucken. Wie ihr die Antenne selber baut, das habe ich im vorherigen Video gezeigt. Das verlinke ich euch jetzt einmal hier oben rechts. Also bis gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Nachdem man die Antenne durch Verschieben des Aluminiums und durch Verkürzen bzw. Verlängern des Koaxialkabels innerhalb der Antenne richtig eingestellt hat, können wir nun die Antenne einmessen. Dazu misst man optimalerweise direkt am Einspeisepunkt der Antenne. Ich werde jetzt aber unten am Koaxkabel messen. Da sind minimale Veränderungen drin, aber das SWR, ich habe beides gemessen, ist in etwa ungefähr gleich. Dann beginnen wir einmal mit der Messung im 2-Meter-Band. Hier können wir ganz gut sehen, ich habe eine Bandbreite von 1 MHz eingestellt, deckt also das gesamte 2 Meter Band ab und hat hier ein durchgängiges SBR von locker unter 1,5. Das können wir hier ganz gut erkennen. Und jetzt wechseln wir nochmal ein 70 cm Band, beziehungsweise wir können die Bandbreite auch nochmal erhöhen, um zu sehen, wie das SBR im Freenet Band aussieht. Und da sehen wir hier im Freenet Band, haben wir auch also ein sehr gutes SBR bzw. gutes SBR von 2. Somit eignet sich die Antenne auch fürs Freenet-Band, unter 2 sogar. Dann wechseln wir einmal ins 70 cm Band. Dazu gehe ich erstmal hier auf Einzelfrequenz, um hier in groben Schritten zu erhöhen. Und wechsle jetzt einmal wieder in Multifrequenzmodus und mache nochmal eine Messung mit 5 MHz Bandbreite. Und hier sehen wir, ja, hier ist das Ganze noch ein bisschen optimierungsbedürftig. Man kann die Aluminiumfolie jetzt noch ein wenig verschieben. Aber so ist das auch schon mal ganz akzeptabel, dass wir Bandmitte ein SBR von unter 1,5 haben und hier nur zu den Rändern ein kleines bisschen hier einen höheren Verlauf haben in Richtung 2. Könnten wir aber auch noch verschieben, indem wir die Antenne jetzt ein wenig verkürzen. Wenn wir sie verkürzen, dann würden wir hier unsere beste Frequenz ein kleines bisschen nach oben verlegen und somit hätten wir den niedrigen SWR-Verlauf ein wenig verschoben und dort auch ein perfektes SWR. Also alles in einem, eine Antenne, eine Duoband-Antenne mit einem wirklich sehr guten SWR-Verhältnis und einer hohen Bandbreite. Wir können uns auch ganz gerne noch einmal hier im Einzelfrequenzmodus nähere Daten anschauen. Und hier sehen wir da den Blindanteil von minus 7,7 und hier eine Impedanz von 46 Ohm, also nahezu 50. Und hier sehen wir auch nochmal das SBR im Detail. Ja, da können wir sehen, so ein bisschen zu den Bandecken, Bandrändern wird es dann doch etwas höher hier. Aber im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Kommen wir nun zum Fazit. Die Antenne hat definitiv ihren SWR-Schwerpunkt im 2-Meter-Band. Das konnten wir ganz gut erkennen. Dort die niedrigsten SWR-Werte bei fast 1,0. Also wirklich sehr, sehr gut ohne Blindwiderstände. Und 50 Ohm reell oder 51 Ohm hatte ich mal gemessen. Und im 70 cm Band etwas schlechter. Naja, schlechter kann man schwer sagen. Man könnte das Ganze noch ein wenig verschieben und somit noch ein besseres SWR erreichen. Ja, die Anpassung bzw. die Abstimmung der Antenne ist nicht ganz einfach. Das nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Ist das Ganze erstmal geschafft, sprich das Verlängern oder Verkürzen, indem man das Koaxialkabel eben unten an der Spule ein bisschen weiter durchsteckt. Da muss man dann die Spule wieder etwas lösen und ein Kabel nachschieben eben in die Antenne oder eben verkürzen. Und das ist etwas schwierig und dazu muss man dann gleichzeitig die Aluminiumfolie verschieben, um das SWR im 70 cm Band perfekt hinzubekommen. Ja, und wenn man das gemacht hat, dann hat die Antenne eigentlich ein wirklich sehr gutes SWR, wie wir sehen konnten, und lässt sich also wirklich sehr gut nutzen und ist einfach zu bauen. So, und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.